Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Hallo Luca. Zwei ganz unterschiedliche Halbzeiten, die wir fanden. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich glaube, wir sind eigentlich ganz ordentlich gestartet und haben in der ersten Hälfte auch wirklich ein ordentliches Spiel gemacht. Bis halt zum letzten Drittel, da hat dann wirklich auch irgendwie ein bisschen so die Durchschlagskraft gefehlt gehabt. Ansonsten haben wir uns echt gut rausgespielt, finde ich. Und dann zweite Hälfte haben wir wieder versucht, ein bisschen mehr mit längeren Bällen zu operieren, auch dann am Ende vor allem, und dann irgendwie wieder den Lucky Punch zu machen oder zu treffen. Hat diesmal leider nicht funktioniert, aber 0-0, wieder kein Gegentor, darauf kann man schon aufbauen. Ist es trotzdem sehr, sehr einfach gewesen, am Ende dann immer wieder die Bälle zu schlagen? Ja, ich glaube, es ist einfach schwer. Wir haben die erste Halbzeit und dann auch noch Anfang der zweiten Hälfte echt versucht, gerade viel zu spielen, und sind einfach nicht durchgekommen. Und da haben wir es halt noch ein bisschen anders da versucht gehabt. Hat nicht funktioniert gehabt. Da müssen wir jetzt einfach das Spiel analysieren und gucken dann irgendwie im Nachgang, wie wir es vielleicht noch hätten besser machen können. Wie war es für dich jetzt alleine ohne Manuel Zeitz auf der 6? Gut, wir haben ja jetzt mit einem 6er und 2 8er gespielt. Ich glaube, da muss man sich einfach anpassen und immer schauen, mit wem man spielt. Und dann machen wir es eigentlich ganz ordentlich. Ich denke, wir haben es heute auch wieder ganz gut gemacht gehabt.